Daniela Katzenberger, Lukas Cordalis, Ehedrama. Das ist für mich total schlimm. Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis sind ein Herz und eine Seele. Oder doch nicht? Punkt. Die Katze findet jetzt ziemlich harte Worte an ihren Ehemann. Gegensätze ziehen sich an, heißt es. Zu Recht, nicht bei jedem und immer. Tagsüber und abends funktioniert die Ehe von Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis hervorragend. Aber nicht morgens. Bis etwa 10 Uhr kann die Katze ihren Mann einfach nicht ertragen, erklärt sie jetzt gegenüber Neue Post. Lukas ist morgens furchtbar gut gelaunt, schimpft sie. Das ist für mich total schlimm, weil ich vor den ersten 5 Kaffee nicht ansprechbar bin. Wenn Daniela verschlafen in die Küche kommt, gibt es keine Begrüßung. Lukas weiß, ein guten Morgen ist schon eine Provokation. Daniela Katzenberger ist ein ziemlicher Morgenmuffel, Lukas ist das Gegenteil. Zu Danielas Leid holt Lukas manchmal seine Gitarre raus. Er singt Anita quer durch die Küche, klagt sie. Zum Glück zeigt ihr Kaffee irgendwann seine Wirkung und sie kann ihren Mann wieder leiden. Zumindest bis zum nächsten Morgen. Corinna Schumacher, ausgerechnet ein Familienmitglied, zieht jetzt ihren Ruf in den Dreck. Drama bei den Schumachers, ausgerechnet ein Familienmitglied sorgt jetzt für erschreckend intime Einblicke. Es muss sich wie ein Albtraum anfühlen, was Corinna gerade durchleben muss. Der Name Schumacher steht inmitten eines Skandals, und sie kann nichts dagegen tun. Vor wenigen Tagen war die Welt noch in Ordnung. Bei einem feierlichen Event auf der Schumacher Ranch im schweizerischen Givrins stellte Corinnas Tochter Gina Maria ihre erste Modekollektion vor. Für das deutsche Label Herzensangelegenheit hatte sie verschiedene elegante Seidenblusen entworfen, ab ca. 270 Euro, die inspiriert sind von ihrer großen Leidenschaft, dem Reiten. Auch Corinna trug bei der Veranstaltung eine von Ginas designten Blusen, in der Familie unterstützt man sich schließlich. Und der Stolz war der 54-Jährigen anzusehen, denn nicht nur als Westernreiterin hat sich ihre Tochter einen Namen gemacht, jetzt ist sie plötzlich auch erfolgreiche Designerin. Zugegeben, die Voraussetzungen für Ginas neuen Job waren auch ideal. Der Name Schumacher steht seit der Rennfahrerkarriere von Corinnas Mann Michael weltweit für Erfolg wie kaum ein anderer. Cora Schumacher sorgt für einen Skandal. Doch es dauerte nur wenige Tage, da sorgt der Name Schumacher plötzlich für ganz andere Schlagzeilen. Die Rede ist von einem Erotikskandal und von Nacktfotos auf der Sex-Website OnlyFans. Wer dahinter steckt, Punkt. Ausgerechnet Corinnas ehemalige Schwägerin Cora Schumacher, die von 2001 bis 2015 mit Michaels Bruder Ralf Schumacher verheiratet war. Viele Jahre gehörte Cora also zum engsten Kreis des Schumacher-Clans, genoss auch die damit verbundenen Vorzüge. Auch nach der Scheidung behielt sie den berühmten Nachnamen, ebnete ihr den Weg in Shows wie Let's Dance und Promi Big Brother. Und jetzt auf die für sexuelle Inhalte bekannte Bezahl-Website OnlyFans.
Dort präsentiert sie sich zahlungskräftigen Usern für ca. 27 Euro im Monat oben ohne und in aufreizenden Posen. Eine lukrative Angelegenheit für die Mutter eines Sohnes? Schon innerhalb der ersten 24 Stunden verdiente sie so geschätzt 10.000 Euro. Geld ist geil, und Cora offenbar wichtiger, als den guten Namen der Schuhmachers zu schützen. Verständlich, dass sich das für die stets zurückhaltende Corinna jetzt wie ein Schlag ins Gesicht anfühlen muss. Die schönen Neuigkeiten ihrer Tochter Gina wurde einfach überschattet von einem Erotikskandal im Hause Schuhmacher. Das ist bitter.